quasi mit echten Studenten und Doktoranden, die dann mal für Fotosessions herhalten mussten im Zuge eines aktuellen Programms. Beim Thema Digital Business Management ist es so ähnlich, wie der Christian Decker vorher auch schon erzählt hat, jetzt für Digital Business Engineering. Es ist halt schlicht und einfach so, dass Technologie momentan das wichtigste Thema ist, dass ein Unternehmen diskutiert wird. Die Corona-Krise hat das natürlich momentan temporär verdrängt. Dennoch denke ich, dass wir relativ zügig, wenn diese Krise überstanden ist, wieder zurückkommen, dann in eine Situation, wo wir darüber sprechen, dass Geschäftsmodelle sich verändern auf Basis von Technologien, die einfach dazu führen, dass ich in einer anderen Art und Weise mit Kunden interagieren kann, dass es ganz neue Möglichkeiten gibt, Kundenbedarfe zu befriedigen und insgesamt Unternehmen sich einfach diesen Chancen stellen müssen. Das sind ja nicht nur Risiken, sondern auch Chancen. Und ja, da gibt es entsprechend Studien dazu, jetzt hier von Edward Lauder zum Beispiel, der mal untersucht hat, wie viele Unternehmen werden das eigentlich schaffen, wie viele werden das nicht schaffen. So böse Szenarien gehen dann davon aus, dass bis zu 70% der Unternehmen so in der nächsten Dekade einen disruptiven Impact auf ihr eigenes Geschäftsmodell erleben werden. Und insofern muss man natürlich seine digitalen Fähigkeiten ausbauen, wenn man neue digitale Geschäfte entwickeln möchte, unabhängig davon, ob man jetzt tatsächlich über digitale Geschäftsmodelle an sich nachdenkt oder über die Veränderung der Kundenschnittstelle oder über den Einsatz digitaler Technologien in den internen Operations. Dieses Programm Digital Business Management ist jetzt schon deutlich anders als Digital Business Engineering, auch wenn es sich so ein bisschen gleich anhört und letzten Endes ja auch einige Module ähnlich sind. Es sind sicherlich auch Dozenten, Professoren der Hochschule Reutlingen, die Sie in beiden Programmen wiederfinden. Aber im Endeffekt muss man sagen, es gibt zwei wesentliche Unterschiede. Das eine ist so ein wenig die Betonung der Inhalte. Wir haben beim Thema Digital Business Management 50% Business und 50% IT-Anteil. Das heißt, weniger Informatik, weniger Technologie, dafür mehr Business. Der Hintergrund, warum wir das hier so machen, ist schlicht und einfach, dass wir auch Leuten, die jetzt, sage ich mal, im Bachelor oder in ihrer bisherigen Karriere weniger Informatik gemacht haben, ja trotzdem einen reibungslosen Zugang auch zu einem entsprechenden Masterprogramm ermöglichen wollten. Insofern sind auch die Einstiegshürden jetzt in dieses Programm sicherlich etwas geringer anzusetzen als im Programm Digital Business Engineering. Ja. Wir haben hier auch dann ein 90-ECTS-Programm, das ist das gleiche, 20 Studienplätze pro Semester. Ein großer Unterschied ist noch, dass dieses Programm zwar 90 ECTS beinhaltet, aber auf 4 Semester ausgelegt ist. Das machen wir deshalb, weil wir tatsächlich hier ein rein berufsbegleitendes Programm haben. Das heißt, die allermeisten Teilnehmer, über 90% der Teilnehmer in diesem Programm arbeiten in Unternehmen und zwar deutlich über den Umfang einer zum Beispiel Werkstudententätigkeit hinaus. Das heißt, sind dann wirklich zu 70-80% in den Unternehmen Vollzeit beschäftigt, teilweise sogar zu 100% Vollzeit beschäftigt, dann allerdings mit einer entsprechenden Freistellung zur Teilnahme an diesen Präsenzmodulen, die erforderlich sind, um dieses Programm dann auch in 4 Semestern studieren zu können. Ne? Letzten Endes ist es so, dass Sie auch in diesen 4 Semestern in diesem Programm Digital Business Management mit Ihrer Kohorte zusammen sind. Das heißt, Sie bilden am Anfang eine Studienkohorte, die dann tatsächlich 4 Semester dieses Programm durchläuft. Der Nachteil dieses Modells ist, dass ein wenig die Flexibilität verloren geht. Das heißt, man kann jetzt nicht einfach Module nach links und rechts schieben, nach oben und nach unten, mal aussetzen, später wieder einsteigen. Das geht nicht. Der Vorteil ist, man ist in 4 Semestern tatsächlich auch durch und man baut natürlich mit den Teilnehmern seiner eigenen Studienkohorte ein sehr starkes Netzwerk auf, das dann eben auch für die Zeit nach dem Studium dann geeignet ist. Wir haben hier ein anderes Bewerbungsverfahren. Das ist kein öffentlicher Studiengang. Das heißt, Sie bewerben sich auch nicht über die Webseite der Hochschule Reutlingen, sondern in diesem Programm bewerben Sie sich bei der sogenannten Knowledge Foundation. Das ist unsere Weiterbildungsstiftung. Das heißt, dieses Programm ist letzten Endes von der Hochschule auch als Professional Education Programm angesiedelt und wird über die Knowledge Foundation organisiert. Die Knowledge Foundation selbst ist eine Stiftung der Hochschule Reutlingen. Wir haben in diesem Programm insofern
Dann einen anderen Prozess, dass es persönliche Interviews gibt. Wir auch Wert legen auf die persönliche Eignung, im Vorfeld auch mit den Kandidaten sprechen. Im Umkehrschluss ist es so, dass Ihre Bachelor-Abschlussnote zwar eine Rolle spielt, die sollte auch überdurchschnittlich sein, aber es ist nicht die alles entscheidende Rolle. Das heißt, wir haben nicht den klassischen Numerus Clausus, wir sind auch nicht gebunden an entsprechende Bedingungen, mit denen wir zum Beispiel bei zu vielen Bewerbungen dann entsprechend ein Ranking erstellen müssen, sondern können hier im Prinzip in diesem Programm selbst entscheiden, wen wir zulassen, wen wir nicht zulassen. Und das ist ein deutlicher Unterschied im Vergleich zu öffentlichen Programmen, die einfach hier einer ganz klaren Zulassungslogik unterliegen. Ne? In diesem Programm sind natürlich dann die Professoren der Hochschule Reutlingen tätig. Wir haben auch weitere Universitätspartner, also Professoren anderer Hochschulen. In dem Moment, wo wir einfach so sehen, dass es dann notwendig ist, Expertise von außen dann hinzuzuziehen, tun wir das. Wir haben viele externe Experten, Executives aus Unternehmen, die eben gerade jetzt momentan an solchen digitalen Transformationsprojekten auch wirklich beteiligt sind. Und wir haben in diesem Programm Teilnahmegebühren, die signifikant sind. Ja. Das heißt, die ganz deutlich über so einen klassischen Semesterbeitrag hinausgehen. Konkret ist es so, dass die Teilnahmegebühr für Digital Business Management auf diesem viersemestrigen Programm aktuell bei 24.000 Euro liegt. Das heißt 6.000 Euro pro Semester, 1.000 Euro pro Monat. Ja. Und entsprechend ist es in den allermeisten Fällen auch so, dass ein Teil dieser Finanzierung der Teilnahmegebühren dann eben auch durch die Unternehmenspartner erfolgt, die entsprechende Professional Education Programme in ihren Unternehmen etabliert haben. Ne? Das Ganze wird vollständig blockweise durchgeführt. Das ist auch nochmal ein gewisser Unterschied zu Digital Business Engineering, weil wir nicht nur die Tage geblockt haben. Das heißt, es ist nicht so, dass wir jetzt einfach nur tageweise blocken, sondern wir blocken wochenweise. Das heißt, Sie sind dann in der Regel auch eine ganze Woche von Montag bis Samstag bei uns, in der Regel bei uns am Hermann-Hollerith-Zentrum. Momentan sind Sie dann die ganze Woche in Zoom-Sessions unterwegs und haben ja letzten Endes dann natürlich digitale Veranstaltungen. Aber eigentlich sollte das Ganze dann in der Präsenzphase natürlich so stattfinden, dass Sie insgesamt 64 Präsenztage verteilt über 3 Semester bei uns am Hermann-Hollerith-Zentrum sind und dann im vierten Semester in die Thesis gehen. Ne? Hier sehen wir das Studienprogramm über diese 4 Semester. Das heißt, Sie haben pro Semester jeweils 3 oder 4 Module, das erste, zweite, dritte, vierte Semester. Es gibt 2 Wahlfächer, zu denen sage ich gleich noch was. Und insofern auch eine relativ klare Logik des Studiums. Wir steigen ein mit Digital Business Essentials im ersten Semester. Das erste Modul, das ist ein Überblicksmodul, in dem wir die gesamte Thematik der digitalen Transformation und der Entwicklung digitaler Geschäftsmodelle mal grundsätzlich diskutieren. Das ist auch das einzige Modul mit einer typischen schriftlichen Klausur. Ansonsten verzichten wir im gesamten Studium auf schriftliche Klausuren, weil wir erstens der Meinung sind, dass es bessere Prüfungsformate gibt für das Thema, das wir hier bearbeiten. Zweitens, in der Regel, Sie später, wenn Sie dann irgendwo unterwegs sind, Sie auch nicht mit einer Klausur im Hinblick auf Ihre Performance getestet werden, sondern eher mit einer Präsentation, mit einer Hausarbeit oder mit einem Prototyp. Und genau das sind die Formate, die wir dann in den weiteren Modulen sehen. Ne? Letzten Endes entwickeln wir auf Basis der Essentials dann eine digitale Strategie. Das heißt, Unternehmen benötigen heutzutage eine Antwort auf die Fragestellung, wie werden wir überhaupt durch Digitalisierung herausgefordert? Welche Möglichkeiten gibt es überhaupt, entsprechend strategisch zu agieren? Und diese Strategie adressiert typischerweise 3 Themenbereiche. Es geht um Geschäftsmodelle, es geht um Geschäftsprozesse, interne Operations und es geht um die Kundenschnittstelle. Und alle anderen Module gruppieren sich dann auch um diese Strategie und versuchen, diese Themen entweder aus betriebswirtschaftlicher oder eben aus technologischer Sicht zu adressieren. Ne? Ganz rechts sehen wir den Strang der Informatik-Technologie-Module. Das fängt an mit dem Thema IT-Management. Da geht es um die Frage, was ist überhaupt eine IT-Architektur? Wie muss heute eine Enterprise Architecture aus Sichtpunkt der IT auch mit einer entsprechenden Digitalstrategie kombiniert geplant werden? Welche neuen Architekturmuster gibt es denn eigentlich? Auch die IT selbst ist ja durch die digitale Transformation betroffen. Stichwort ist hier sicherlich die Thematik Cloud Computing bzw. verteilte Systeme, die auch neue
IT-Architektur nach sich ziehen und entsprechend Unternehmen auch abverlangen, sich in diesem Bereich zu positionieren, um die entsprechenden Grundlagen im Bereich des Managements der IT zu legen. Ne? Dann gehen wir in das Modul Software Management. Software ist natürlich so ein Stück weit der große Differentiator, den wir heute sehen, um letzten Endes dann auch aus Daten dann Geschäftsmodelle zu speisen. Es gibt einen schönen Artikel von Marc Andreessen, den wir schon im ersten Semester angucken. Software is eating up the world. Das heißt, egal welche Geschäftsmodelle wir heute angucken, ob das jetzt Google, Facebook, Airbnb, Uber oder all die anderen sind, die in den letzten Jahren natürlich groß geworden sind, dann spielt hier Software eine wesentliche Rolle, wenn es darum geht, das Wertversprechen für den Kunden in die Praxis umzusetzen. Insofern stellt sich für Unternehmen natürlich neben der Digitalstrategie auch die Frage nach der Softwarestrategie. Muss ich selbst programmieren oder kann ich Standardsoftware nutzen? In welchen Bereichen brauche ich eigene Skills, Kernkompetenzen? Was bedeutet es überhaupt, zu programmieren bzw. mit Programmierern zusammenzuarbeiten? Welche Programmiersprachen sind hier relevant? Und da geht es natürlich auch darum, mal ein Gefühl dafür zu kriegen, wie solche Programmiersprachen dann funktionieren, wie in interdisziplinären Teams dann auch Softwareprojekte gesteuert werden. Und das sind so die Basics, die natürlich dann auch einmünden in entsprechende Digitalstrategien, unabhängig davon, ob sie jetzt eher an der Kundenschnittstelle angesiedelt sind, im Geschäftsmodell oder im Bereich der Operations. Für die Operations haben wir hier spezifisch nochmal das Modul Digital Business Processes, bei dem wir speziell die Automatisierung von Prozessen über den Gesamtprozess von der Modellierung von Prozessen über entsprechende Modellierungssprachen bis hin zur Entwicklung von Workflows und der tatsächlichen Automatisierung von Prozessen adressieren. Ne? Ein Blick auf die Wahlfächer zeigt dann auch, dass man entsprechend sich dann später eben auch ein bisschen spezialisieren kann oder spezialisieren muss. Wir haben diese vier Wahlfächer momentan im Programm: Entrepreneurship und Innovation, Artificial Intelligence, Big Data Management und Analytics sowie Online-Marketing und E-Commerce. Und da hängt es halt jetzt ein bisschen von der Frage ab, in welche Richtung will ich eigentlich meine Digitalstrategie spezifizieren? Geht es mir wirklich schwerpunktmäßig um neue Geschäftsmodelle? Will ich vielleicht sogar später ein eigenes Startup gründen, was durchaus vorkommt? Wir haben durchaus Studenten, die heute in diesem Umfeld aktiv sind. Da hat offensichtlich das Wahlfach 1 Entrepreneurship und Innovation eingeschlagen, denn hier geht es spezifisch eben um Methoden wie Lean Startup, Design Thinking, Scrum und dergleichen bei der Entwicklung von Lösungen, die auch tatsächliche Kundenprobleme adressieren, also um den sogenannten Problem-Solution-Fit und später eben um die Frage, wie man das auch in relevante Märkte bringt. Ja. Wenn Ihnen das Ganze zu, wie soll ich sagen, zu methodisch betriebswirtschaftlich ist und Sie mehr IT dann doch haben wollen, dann sollten Sie Wahlfach 2 und 3 vertiefen. Ne? Im Bereich Artificial Intelligence arbeiten wir dann eben dann mit Python. Das heißt, da haben Sie auch die Möglichkeit, nochmal eine neue, eine zweite Programmiersprache dann nochmal anzufassen und damit zu arbeiten und über Python dann auch mit großen Datenmengen umzugehen, die Daten entsprechend zu bearbeiten, vorzubereiten, aufzubereiten, so dass sie für die entsprechende Modellierung von Machine Learning Modellen geeignet sind. Im Bereich Machine Learning greifen wir hier die Grundlagen auf, entwickeln einfache Machine Learning Modelle und enden letzten Endes dann hier bei neuronalen Netzen, die letzten Endes so ein bisschen so momentan für viele Anwendungen, zum Beispiel im Bereich von Natural Language Processing oder Bilderkennung, dann auch wesentliche Aspekte auch der aktuellen Forschungsumgebung darstellen. Ne? Ähnlich auch im Thema Big Data Management und Analytics, hier eben weniger der Fokus auf die Automatisierung in Form von künstlicher Intelligenz, sondern eher auf die Frage, wie große Datenmengen dann tatsächlich heute auch gemanagt und analysiert werden können, welche Insights daraus gezogen werden, welche Schlüsse ich daraus ziehen kann. Auch das ist sicherlich ein Modul, wo technisch noch mehr gefordert ist als bei dem Wahlfach 4, Online-Marketing, E-Commerce, wenn Sie an der Schnittstelle zum Kunden unterwegs sind, Online-Shops aufbauen wollen, Traffic generieren wollen, Suchmaschinen spielen hier eine Rolle, die entsprechend bedient werden müssen. Und insofern zahlt das natürlich so ein bisschen ein auf die Ausrichtung der Digitalstrategie, eher in Richtung Kundenschnittstelle, eher in Richtung Automatisierung oder direkt eben mit Fokus auf Geschäftsmodelle. Und im dritten Semester rundet sich das Ganze nochmal ab durch neuere Entwicklungen, auch durch die Frage, wie setze ich eigentlich
diesen ganzen Wandel innerhalb des Unternehmens um. Da spielt Change Management eine Rolle, egal in welche Themen man hier eintritt. Es ist so, dass sich irgendwas verändert. Internet of Things noch als wesentlicher Innovationsschub, der damit einhergeht, dass wir vom Internet der Computer zum Internet der Dinge migrieren und immer mehr Dinge mit dem Internet verbunden sind. Das erzeugt natürlich völlig neue Möglichkeiten in Bezug auf Services, die auf diesen Dingen dann aufgebaut werden und hat wiederum natürlich dann auch den Impact zurück zum Geschäftsmodell und zur Digitalstrategie, die sich dann plötzlich vielleicht dann gar nicht mehr damit befasst, jetzt nur physische Dinge zu verkaufen, sondern vor allem die Services zu kommerzialisieren, die auf diesen vernetzten Dingen dann später umgesetzt werden. Und das bietet dann sicherlich genug Futter, um dann in der Masterthesis dann in einem dieser Bereiche sich auch konzentriert aufzuhalten und möglicherweise hier auch noch eine wissenschaftliche Arbeit dann umzusetzen. Ne? Ja, so abschließend, was macht die Einzigartigkeit des Studiums aus? Sicherlich der Praxisbezug und der wissenschaftliche Anspruch, das muss man ja so ein bisschen auch miteinander kombinieren können. Wir haben unheimlich viele Praktiker, wirklich Executives aus Unternehmen, die dann mal einen halben Tag oder einen Tag ans AHZ kommen und auch aus der Praxis natürlich viel berichten können. Mit diesen Partnern arbeiten wir tatsächlich eben auch in Projekten zusammen, sodass auch die Professoren, die sie so, finde ich, am HAZ treffen, das gilt sicherlich genauso auch für den Studiengang Digital Business Engineering, einfach einen hohen praxisorientierten Anteil haben, gleichzeitig aber eben auch an der Spitzenforschung agieren, das heißt auch immer wieder publizieren, dann eben nicht aufgehört haben zu publizieren, quasi mit der Berufung, sondern das auch weitermachen. Und wir haben insgesamt etwas mehr als 25 Doktoranden auch am Hermann-Hollerith-Zentrum, die natürlich zu unterschiedlichen Fragestellungen der digitalen Transformation promovieren. Diese Möglichkeit haben sie selbst auch. Und aus beiden Studiengängen sind bereits Promoventen entstanden, die dann später selbst noch einen eigenen Doktortitel sich erarbeitet haben. Insofern geht das ganz gut. Ja? Projekte, Wahlfächer, Sie können das modular inhaltlich ein bisschen spezifizieren, in welche Richtung Sie gehen wollen. Diese blockweise Durchführung ist extrem wertvoll. Also das ist tatsächlich immer wieder das Feedback. Da kriegen wir auch viele Fragen dazu. Ja, klappt das jetzt Montag bis Samstag? Ich muss Ihnen sagen, ich würde es ehrlich gesagt nicht mehr anders machen. Das ist sensationell, wie man dann auch wirklich eine Woche intensiv dann auch im Studium arbeiten kann und dann auch voll und ganz die Konzentration in diese Themen einfließt. Ich denke, je länger diese Blöcke sind und je spezifischer man hier an Themen arbeiten kann, umso besser. Und da entwickeln sich dann eben auch, wie gesagt, Beziehungen auch zu anderen Teilnehmern, Kommilitonen, die halten ein Leben lang. Ne? Wir haben da ein sehr starkes Alumni-Netzwerk, da die Teilnehmer in Vollzeit arbeiten. In der Regel ist es so, dass man sich natürlich auch zwischen den Unternehmen gut vernetzen kann. Und das ist auch so, dass wir jetzt bei dem Programm hier wirklich eine heterogene Struktur haben. Teilnehmer von Bosch, Daimler, HP, IBM, aus Unternehmensberatungsgesellschaften, Accenture hatten wir schon, KPMG, Bearing Point, ja, MHP als Beratungsunternehmen, Porsche schon Teilnehmer da gehabt. Das heißt eigentlich wirklich etliche Unternehmen, auch Mittelständler natürlich, kleinere Unternehmen, die ihre Leute hier in dieses Programm schicken und das über das gesamte Bundesgebiet verteilt. Das heißt, die Teilnehmer kommen hier tatsächlich schwerpunktmäßig schon aus dem Großraum Stuttgart natürlich. Wir haben aber gerade auch einen Teilnehmer von Shell, der kommt immer wieder aus Amsterdam und fliegt aus Amsterdam für diese Woche dann hier ein und nimmt an dem Programm teil. Das heißt, tatsächlich auch etwas verteilteres Programm aus unterschiedlichen Lokationen heraus. Anders lernen ist möglich. Wir haben fast keine Klausuren, projektorientierte Arbeit, Action Learning, also Learning by Doing, wenn man so möchte. Natürlich angeleitet auch durch die Professoren und das ist, denke ich, auch der deutlich bessere Weg, um nachher Dinge dann auch wirklich behalten zu können. Ne? Ich habe jetzt mich nicht so gut vorbereitet wie der Kollege Decker und habe leider jetzt keine Studenten dann auch explizit hier eingeladen, ne? Obwohl, wenn ich so auf die Teilnehmerliste gucke, ich glaube sogar ein aktueller Teilnehmer aus dem Programm mit im Call ist, wenn er
eigentlich inzwischen wieder gegangen ist. Das heißt, da kann ich jetzt leider nicht damit dienen, dass wir diese Breakout-Sessions genauso machen. Insofern muss ich so ein paar Testimonials quasi herausziehen, die dann die Leute dann immer so berichten, wenn sie schon mal hier waren. Ja, also das sind jetzt alles Leute, die sind mit dem Programm schon fertig und mittlerweile in der Praxis auch sehr erfolgreich unterwegs. Ne? Der Daniel Kranz hier oben hat in Berlin gelebt, als er bei uns studiert hat. Also die Leute gehen nicht nur nach Berlin zum Studieren, sondern kommen auch aus Berlin, dann in dem Fall nach Böblingen, ist mittlerweile in Düsseldorf unterwegs, Sven Sommer unten. Der ist mittlerweile in Berlin, das heißt, er hat ein Startup gegründet, ja? Seinen Master hier gemacht. Da war er noch bei der IBM und ist auch noch eine Zeit lang bei der IBM geblieben. Und mittlerweile hat ihm dann doch das Startup-Thema quasi das Ganze irgendwie angetan und jetzt ist er in Berlin und in einem Startup unterwegs. Das Telefon da unten soll heißen, wir stellen da gerne den Kontakt natürlich her. Also sorry, wenn ich das heute verbaselt habe, aber wenn Sie jetzt sagen, ich möchte mit konkreten Teilnehmern hier aus diesem Programm sprechen, die schon fertig sind oder eben auch noch dabei sind, kann man natürlich unproblematisch jederzeit dann den Kontakt auch herstellen. Ne? Ja, so sah der letzte Intake aus. Der war voll, komplett voll. Der vorletzte auch. Da sind wir froh drüber. Mehr, was noch zu sagen ist, dass wir einen extrem hohen Frauenanteil haben. Das wird manchmal auch hier positiv bewertet. Das heißt, dieses Thema Diversity streben wir wirklich auch so im Verhältnis weiblicher und männlicher Teilnehmer an. Das gelingt uns meistens so, dass wir wirklich so auf 50-50 kommen. Ne? Sieht man auch so an dem Bild. Ja? Da sind auch noch ein paar männliche Professoren dabei. Ansonsten wären es tatsächlich genauso viele weibliche wie männliche Teilnehmer an diesem Programm. Und ja, neben der Mischung aus unterschiedlichen Unternehmen ist eben auch die Mischung dann der Teilnehmer in diesem Programm etwas, was aus unserer Sicht da sehr wichtig ist. Hier sehen Sie noch so einen Einblick, wie so ein Studium läuft. Das sind auch schon die konkreten Intake-Termine für das kommende Wintersemester. Das heißt, was sicherlich auch nochmal ein Thema ist, Sie erhalten hier Ihren Terminplan relativ früh, um einfach Ihre gesamten geschäftlichen Termine auch rund um diese Vorlesungsblöcke dann gestalten zu können. Meistens gibt es innerhalb so einer Präsenzwoche dann auch mal einen freien Tag oder Nachmittag, ja. Und entsprechend ist man dann aber von Montag bis Samstag in dieser Woche tatsächlich komplett hier am Hermann-Hollerith-Zentrum und absolviert unterschiedliche Module, natürlich nicht immer nur das Gleiche, sondern es wechselt dann, sodass dann ein bisschen Abwechslung auch da ist, unterschiedliche Dozenten dran sind und man dann so ganz grob kann man das so formulieren, so eine Präsenzwoche pro Monat circa planen kann während des Semesters, Oktober, November, Dezember, Januar. Dann kommen ganz normale Semesterferien. Es gibt da auch keine Prüfungsvorbereitung oder so. Und April, Mai, Juni, Juli wäre dann der nächste Block. Und das Ganze hat man dann, wie gesagt, über 3 Semester und im vierten Semester die Masterthesis. Fragen hier, wie gesagt, gerne an mich, auch gerne jetzt hier in der Session. Ne? Ansonsten können Sie mir natürlich auch eine E-Mail schreiben oder wir können mal telefonieren und wenn Sie hier, wie gesagt, Kontakte suchen, ne? Dann kommen Sie gerne auf mich zu. Ich mache hier auch gerne dann einen Kontakt, dass Sie da mal telefonieren, sich austauschen können und dann die Erfahrungen der Leute, die das Programm schon mal gemacht haben, dann an der Stelle auch mitnehmen können. Ne?